Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video bauen wir was richtig Cooles zusammen, was ich brauche, um ein Sägewerk zu bauen. Und zwar ist das ein Schweißtisch. Jetzt fragst du dich vielleicht, hey, ein Schweißtisch, aber sieht nicht aus wie ein Schweißtisch. Das ist ganz normal, denn das hier ist ein Bausatz. Hier ist alles vorgelasert quasi, die ganzen Teile sind ausgeschnitten, auch mit einer Lochteilung, damit man Schraubzwingen drauf befestigen kann. Das Ganze muss man lediglich zu Hause in der Werkstatt zusammenschweißen und da nehme ich euch so ein bisschen mal mit auf den Weg. Das ist aber nicht nur ein Schweißtisch, wir sehen hier noch ein Paket mit ganz, ganz coolen Zubehörteilen, die auch für dich praktisch sein können, wenn du es nicht unbedingt einen Schweißtisch brauchst. Nichtsdestotrotz packe ich euch dazu schon mal die Links in die Videobeschreibung, denn es gibt nicht nur diese Größe an Schweißtisch, die gibt es auch viel, viel größer. Es gibt es auch ein bisschen kleiner, wenn eure Werkstatt nicht so groß ist. Und diese Zubehörteile, auf die freue ich mich auch schon wieder am meisten, denn damit kann man eben super gut Profile miteinander verschweißen. Aber was schauen Sie uns noch genauer an. Der Schweißtisch hier ist von der Firma Nasty Tools. Und so kommt das Ganze auch in etwa auch schon bei euch an. Das Ganze wird per Spedition geliefert und das ist auch wirklich alles sehr, sehr gut hier auf der Palette festgeschraubt, damit auch nichts verloren geht. Das ist natürlich noch ein bisschen eingewickelt gewesen, das habe ich schon mal losgemacht. Aber jetzt fangen wir mal mit dem Zusammenbau an. Dieser Schweißtisch ist auf jeden Fall super massiv, hier und hier schon diese ganzen Querstreben. Die werden später reingeschweißt, damit dann halt eben das Ganze schön plan ist und vor allen Dingen sich nicht verbiegt. Das hier sind jetzt zum Beispiel die Teile, die unter den Tisch drunter kommen, um das Ganze quasi auszusteifen. Und da ist halt hier überall quasi ein Ausschnitt, wo man das dann gegeneinander reinstecken kann. Das hier ist jetzt natürlich nicht das richtige Stück, aber nach dem Prinzip kann man diesen Tisch einfach zusammenbauen. Und jetzt kommen wir zum coolsten, und zwar ist das die Tischplatte. Das ist so ein massives Teil. Die ist richtig stabil, richtig cool, richtig nice. Bevor ich jetzt mit dem Schweißtischaufbau anfange, habe ich mir noch schnell einmal das Video von Bernhard angeschaut. Denn es ist ganz cool, dass ihr da einmal in einem Video, wie das Ding zusammengebaut wird und nicht nur in einer reinen PDF. Und genauso werde ich es jetzt quasi auch machen. Zuallererst lege ich mir jetzt hier mal ein paar Hölzer unter, wofür die wichtig sind, seht ihr gleich. Jetzt kommen wir zur Tischplatte. Die ist schon ganz schön schwer, ne? Nice. Jetzt hier mit dieser großen Platte auf meinem kleinen Schweißtisch sieht der Tisch darunter schon direkt viel, viel kleiner aus. Wenn ihr das Ding anfangen tut zusammenzubauen, solltet ihr aber schauen, ob wir hier irgendwo eine Biegung drin haben. Wenn die Platten hier länger liegen, kann es sein, dass die ein bisschen rund sind. Ist aber nicht schlimm, dafür sind ja diese ganzen Verstrebungen. Meine Platte hatte nämlich eine leichte Biegung. Ich habe das einfach rumgedreht, da haben wir sie nicht mehr. Das kontrolliere ich jetzt einfach hier mal mit der Wasserwaage. Wir haben noch eine minimale Biegung. Die bekommen wir aber raus, wenn wir die Querstreben reinmachen. Wir sehen jetzt hier überall erstmal diese ganze Lochteilung. Das ist halt später, um eine Schraubzwinge festzumachen zum Beispiel. Und wir sehen noch hier diese Ausschnitte. Das sind hier diese Querstreben und die können wir jetzt passend einsetzen. Das hier sind die kurzen Stücke und da haben wir zwei verschiedene Varianten. Das hier ist die Seite für die Außenseite. Da sehen wir hier an der Seite nämlich nochmal diese Lochteilung. Da können wir auch etwas an der Seite festspannen. Und hier sehen wir einfach die Verstrebung, dass der Tisch plan bleibt und halt eben sehr, sehr stabil wird. Das Ganze können wir jetzt passend hier reinstecken und das zählt dann auch schon. Genau das gleiche haben wir auch wieder für diese Richtung. Die Teile sehen eigentlich gleich aus, sind einfach nur ein bisschen länger. Zum Glück habe ich mir das Video von Bernhard angeschaut, denn da war ein richtig guter Tipp drin. Und zwar verbinde ich jetzt außen diese Teile mit Kabelbinder, damit die mir halt eben nicht mehr rumkippen. Jetzt kommen auch schon hier diese Außenseiten dran. Und um die festzumachen, da hat Bernhard das so gezeigt, dass man das ein bisschen hochkippen muss. So gut. Geil. Ich mache es jetzt ein bisschen anders wie ein Video. Ein kleiner Tipp hier von meiner Seite. Fängt am besten, wenn ihr hier die Seitenteile reinsetzt, auf einer Seite an. Weil ihr habt da so halt ein bisschen Spiel schon in diesem großen Teil, obwohl das so massiv ist. Aber da kann man auf einer Seite anfangen, es passend einzudrücken.
Und dann geht es ein gutes Stück einfacher. Die Tischplatte ist jetzt fast schon fertig, aber hier diese gigantischen Platten müssen auch eingelegt werden. Die haben auch wieder hier dieses Stecksystem und geschweißt wird tatsächlich wirklich erst, wenn der komplette Tisch zusammengebaut ist, dann wird auch erst geschweißt. Deswegen kommen jetzt erstmal hier diese Platten rein. Jetzt bin ich mal gespannt, wie gut die hier reinpassen. Ey, das ist echt ein cooles System. Geil. Im Lieferumfang sind ganz, ganz viele von diesen Platten. Das ist quasi eine Montagehilfe, damit ihr den Tisch gut zusammenschweißen könnt. Und zwar spannen wir dann quasi hier diese Querstreben mit der Tischplatte zusammen. Das müssen wir jetzt an ein paar Stellen festschrauben und dafür sind die halt eben gedacht. Hier kommt die erste Mutter drauf. Ah, das ist schon ziemlich schwer. Alter. Ja, das sieht sehr gut aus. Das passt. So, und jetzt drehen wir nochmal zurück. Du hast das Ding schwer. Alter. Katastrophe. Schweißpunkte. Yes, das passt. Die Seiten sind fertig geschweißt. Jetzt muss ich den Tisch noch von oben verschweißen. Dafür nehme ich ihn auf meinen Hochdruckwagen, damit ich das noch besser von Höhe machen kann. Das ist besser, wenn man das hier zu zweit tut. Alleine ist ein bisschen mühselig. Funktioniert aber auch definitiv, wenn man so vielleicht ein paar Hilfsmittel hat. Also jetzt zeige ich euch schnell, wie man die Beine zusammenbrutzelt. Und zwar ist das super easy. Das hier ist ein fertiges Bein. Ich zeige dir aber, wie man es macht. Da haben wir hier erstmal diese drei ausgelaserten Teile. Das hier ist zum einen der Fuß, mit dem wir dann die Höhe einstellen können. Das hier ist die Platte, mit der wir dann quasi dieses Teil mit dem Rohr befestigen. Hier kommt dann kleine Einschweißruder rein. Und das ist das Teil, mit dem wir dann quasi das Bein mit dem Tisch verschrauben werden. Jetzt fangen wir von rechts nach links an. Schlägt man das jetzt hier ein bisschen unter, denn hier kommt das Schweißmaterial rein. Das können wir später planschleifen in der Flex. Nächstes brauchen wir eine normale Mutter. Dann haben wir extra Aufschweißmuttern, die sind nicht verzinkt, das heißt, da spritzt der Zink nicht weg. Das ist super gut. Das schraube ich jetzt hier so zusammen und das können wir dann auch festschweißen. Jetzt rausschrauben, ohne dass die Flossen verbrennen. Das gleiche müssen wir dann auch hier bei dieser Platte machen. Als nächstes können wir diese Platten, die wir dann gerade vorbereitet haben mit den Muttern, hier reinsetzen. Hier haben wir extra eine Aussparung, da kann man sich auch nicht vertun, weil hier sind die Aussparungen halt dementsprechend breit, dass nur die richtige Sorte hier quasi reinpasst. Als nächstes kommen die Beine unter den Tisch. Ich habe jetzt hier den Luxus, dass ich einen Hochhubwagen habe, aber wenn ihr zu zweit seid, könnt ihr das dann auch einfach auf den Kopf rumgedreht montieren und könnt es dann einfach zu zweit besser drehen. Ich will es nicht alleine drehen, weil sonst liegt das ganze Gewicht hier auf der Schrägen auf, will ich nicht machen. Deswegen montiere ich die Beine direkt so. Ein kleiner Tipp, ihr könnt mit dem Imbus durch die Tischplatte das Ganze festschrauben. Dann müsst ihr nicht von hier unten drin hantieren. Das Ganze funktioniert nämlich von oben mit so einem dicken Imbus, dann einfach mit der Zange, auch ganz gut. Stell dich
jetzt mal dorthin, wo er hinkommen soll. Ich dachte zu Beginn erst ein bisschen, dass der Tisch zu niedrig ist mit diesen festen Beinen, aber am Schluss sah es nur so aus, denn der Tisch ist in etwa genauso hoch wie jetzt mein alter Schweißtisch und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Höhe. Wir haben natürlich hier so ein bisschen Spiel, wie wir den Tisch auch nach oben und nach unten verstellen können mit den Schrauben, aber jetzt sind wir auf einer Arbeitshöhe von ca. 92 cm, so hoch war mein alter Tisch auch in etwa. Der Tisch hier kippelt jetzt aber noch ein bisschen. Und dazu kann ich jetzt einfach eine 19er Schüssel holen und halt eben ein Tischbein anpassen, sodass er halt eben nicht mehr kippelt. Das war's dann auch schon tatsächlich. Und jetzt steht der Tisch super solide hier in meiner Metallrude. Ihr findet in der Videobeschreibung einen Rabattcode hier zu diesen Schweißtischen. Wie gesagt, ich benutze die Variante, die 1,20 Meter auf 80 cm ist und mir gefällt die Größe wirklich sehr, sehr gut. Das sollte auch vielleicht für dich die passende Größe sein. Es gibt aber auch, wie gesagt, noch Meter zum Beispiel, ich glaube auf 2 Meter, also riesige, riesige Schweißtische. Wir werden jetzt auf jeden Fall anfangen, hier diese Hilfsspannelemente zusammenzuschweißen. Die sind dann auch vielleicht für die Leute interessant, die keinen Schweißtisch brauchen oder bereits einen haben. Denn die könnt ihr natürlich auch auf jedem anderen Tisch benutzen. Das hier sind auf jeden Fall solche Hilfsspannelemente. Das wird auch einfach wieder so zusammengesteckt. Da haben wir hier auch wieder ein paar Punkte, wo wir es verschweißen können. Ich packe euch auch mal einen Link in die Beschreibung zu diesen Spannelementen. Das ist auch vielleicht dann für die Leute interessant, die schon einen Schweißtisch bereits haben und nur noch nach den geeigneten Spannelementen suchen. Also das wird richtig cool. Die mache ich jetzt erstmal zusammen. Ich habe jetzt einiges zusammengeschweißt. Was sind das hier, solche Halteplätze? Hier, der ist ganz cool, da kann man oben was reinlegen. Dann gibt es im Shop aber auch solche fertigen, die sind dann hier schon fertig gelöst. Hier noch solche kleinen Spannhilfen. Wie gesagt, ihr findet halt die ganzen Bilder dazu. Das hier finde ich noch ganz cool, da kann man auch wieder was Rundes mit befestigen. Und hier, dieser ist auch ganz cool. Ich habe gerade parallel noch mit Bernhard telefoniert und habe nochmal nachgefragt, wofür man diese Teile hier benutzen kann. Die sind nicht im Lieferumfang enthalten, das sind aber solche Fünferpacken, die man sich eben dazu holen kann. Das sind hier diese runden Bolzen mit diesem Plättchen oben drauf. Und da gerade noch die Information, das hier sind diese Montageplatten, damit die Tischplatte auf das Quergestell und drunter quasi draufgezogen wird, die auf jeden Fall aufheben. Damit kann man eben mit diesen Montageplatten, die haben die gleiche Lochteilung wie der Tisch, da kann man sich hier mit solchen Spannbolzen dann machen quasi, um dann direkt schon eine 90-Grad-Kurve zu legen. Hier sind super viele von diesen Spannhilfeteilen dabei und dafür kann man die halt eben ganz praktisch benutzen, um hier ein Profil zusammenzuschweißen. Die kann man aber noch für was benutzen. Dann habt ihr euch hiermit einfach eine Schraubzwinge ummodifiziert, damit ihr die halt eben auf eurer Lochteilung benutzen könnt und dann damit halt eben was spannen könnt. Und die kann man auch übrigens hier schön aufbewahren. Die anderen Pins habe ich jetzt auch noch verschweißt. Zur Not könnte ich darauf jetzt immer noch eine Schraubzwinge draufschweißen. Und damit habt ihr halt eben die Möglichkeit, hier mit diesen Montageplatten die einfach so reinzustecken. Mir fehlt jetzt noch einer. Und dann kann man jetzt hier schon mal was winklig zusammenschweißen. Aber die Teile passen auch in die ganzen anderen Hilfen, die ich jetzt schon zusammengebaut habe. Zum Beispiel so. Hier muss noch einer rein. Und jetzt haben wir hier auch schon mal einen winkligen Anhaltspunkt, wo wir es festmachen können. Und dann könnten wir uns hier so zwei Profile nehmen, könnten die ausrichten, können die dann hier verspannen. Als nächstes werden wir noch was ausprobieren. Und zwar werden wir den Tisch jetzt noch mit meinem Bienenwachsfinish behandeln. Dafür werden wir den gleich ein bisschen warm machen. Ganz wichtig, man darf ihn nicht zu heiß machen. Er sollte einfach nur gut warm werden.
damit das Bienenwachs auch so ein bisschen ins Material einziehen kann. Und das soll einfach so ein bisschen verhindern, dass die Schweißspritzer auf dem Tisch heften bleiben. Denn wenn da überall Schweißspritzer drauf sind, ist das Teil, was wir drauflegen, immer nicht mehr klar drauf. Also wir werden den Tisch jetzt vorheizen und damit meinen Finish behandeln. Also vom Aussehen her sieht das auf jeden Fall schon mal besser aus und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das auch was bringt. Auf jeden Fall sind wir jetzt auch am Ende angelangt von dem Schweißtischaufbau. Hat wirklich mega, mega viel Spaß gemacht, hat ja auch dementsprechend gut funktioniert. Das System ist wirklich, wirklich cool und das kann ich echt nur empfehlen. Ich packe euch alles unten in die Videobeschreibung und bedanke mich bei dir, dass du so lange am Video dran geblieben bist. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Video. Ciao.